Einmischung ist für mich in allererster Linie eine Haltung. Also die Frage, die ich mir auch stelle, auch als Feministin vor vielen, vielen Jahren, dass ich nicht dann, wenn zum Beispiel eine Situation in meinem Leben passiert und ich durch die Öffentlichkeit, durch den öffentlichen Raum laufe, mitbekomme, dass Frauen, Kinder, Menschen, People of Color, LGBTI, Übergriffe erleben oder wo ich auch mitbekomme, dass Gewalt, körperliche, verbale Gewalt einem Menschen widerfährt, dass jemand dann in so einer Situation eben nicht da alleine steht, sondern dass dann meine persönliche oder die Einmischung anderer Menschen drumherum notwendig und wichtig ist. Und es ist immer schwierig, die Entscheidung erst dann zu treffen, wenn diese Situation passiert. Deswegen finde ich wichtig, sich vorher und grundsätzlich jeder Mensch sollte das machen, eine Haltung dazu zu entwickeln. Was mache ich eigentlich? Mische ich mich ein, wenn andere Menschen Hilfe brauchen? Das ist zum Beispiel auch bei Unfällen der Fall. Das ist auch eine Frage, die auch viel diskutiert wird. Also das ist für mich eine Frage, die, glaube ich, jeder Mensch sich grundsätzlich stellen sollte und die notwendig ist auch für eine Zivilgesellschaft, in der wir gerade in Zeiten, wo Rechtsextremismus, Rassismus wieder zunimmt, auch gerade auch im Netz, ja auch im Netz ist die Frage, wo ich mich einmische, wo sich jeder Mensch, glaube ich, dazu stellen sollte. Der zweite Punkt ist, Einmischung ist auch eine Frage von Vorbildfunktion. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der dritte Aspekt ist, den finde ich einfach auch bei Einmischung nochmal sehr positiv. Einmischung ist auch eine Form von durchs Leben zu gehen und anderen Menschen in der Öffentlichkeit vielleicht auch positiv zu begegnen. Auch eine Form von Einmischung, wenn ich jemandem anbiete, soll ich mal anstatt dem Selfie, soll ich ein Foto von dir machen? Also auch Dialoge mit Menschen zu führen, die man nicht kennt. Ein kurzer Moment von Begegnung, auch das sind gute Formen von Einmischung, die finde ich für unsere Zivilgesellschaft genau richtig sind in Zeiten wie diesen.